Was wisst ihr denn eigentlich schon davon? Wenn ihr die dicke Frau in den triefenden Burger beißen seht und ihr verschämtes Gesicht und ihr dabei kein Wunder denkt. Was wisst ihr denn davon? Dass sie schon 20 Pfund leichter ist als noch vergangenes Jahr und nicht Nein sagen wollte zu Tim, 11 Jahre Lieblingsneffe, bei dem zu Hause sonst nur Dinkelbrot gibt? Ach, Tante Lisa, einmal im Jahr, bitte. Und es kommt ihr fast hoch, aber was dem Jungen schon über Punkte und Kilojoule erzählen und gar nicht so leicht, Lieblingstante zu bleiben, wo schon Klettern ja nicht geht. Und Lisa kaut angewidert und versucht nur einen zufriedenen Tim zu sehen und nicht euch, weil sie weiß, dass ihr kein Wunder denkt und sie, was wisst ihr schon? Krass, ist krass. Wir sind so eine Gesellschaft geworden, die immer andere verurteilt wegen irgendwelchen äußerlichen Dingen oder so und gar nicht genau weiß, wie das Leben des anderen überhaupt aussieht. Deswegen bin ich ein Mensch, der versucht, niemanden mehr zu verurteilen, egal was ist so. Weil du weißt nie, was denen seine Story ist, du weißt nie, was dahinter steckt, warum derjenige heute so ist, wie er ist. Und man sollte nicht durch die Welt laufen und andere verurteilen oder beurteilen, so finde ich persönlich. Man sollte den Fokus auf sich selbst lenken, selber ein guter Mensch sein, Leute gut behandeln, mit denen man sich umgibt, so. Und jeder sollte sich auf sein eigenes Leben konzentrieren. Wenn er mit anderen Menschen redet, positiv reden, versuchen anderen Menschen zu helfen. Aber nicht, ich hab's auch immer gehasst, wenn Leute andere Leute fertig machen in meiner Umgebung. Guck mal, wie fett die ist oder guck mal, der voll hässlich, guck mal, wie der läuft, guck mal, der, wie der aussieht, guck mal, dies, das. Wenn es Leute in meiner Umgebung gemacht haben, habe ich immer gesagt, hör doch auf. So, es hat mir immer ekelhafte Energie gegeben. Und dann denkt sie doch noch an Samstagswiegen in der Gruppe und geht aufs Klo weg mit dem Burger und es schmeckt salzig, weil sie Tränen runterschluckt. Aber was wisst ihr schon davon? Und Roland im Rollstuhl wird an der Haltestelle mal wieder angestarrt. Was weißt du schon davon? Denkt er in Richtung der Frau und glotz mal nicht so, du kannst ja wenigstens laufen. Und die Frau, die vor 2 Wochen noch dachte, dass das jetzt das Glück sei und sie endlich eine Familie sind, denkt an das Baby zu Hause, das wie jedes Baby nichts kann, aber nie viel mehr können wird. Was weißt du schon davon, denkt sie in Richtung Roland. Du kannst ja wenigstens deine Räder bewegen. Was wisst ihr schon davon, denkt Gerhard, wenn die jungen Mütter mal wieder ihre Kinder zu sich rufen, weil er ihnen unheimlich ist, der alte Mann, der ständig am Spielplatz rumhängt. 63 Jahre und nichts Besseres zu tun als Kinder beobachten. Da stimmt doch was nicht. Hier stimmt was nicht, weiß Gerhard, als er dem blonden Mädchen mit den Zöpfen was schenken will, aber nicht kann, weil er das Ansprechen verlernt hat, seit dem Unfall nicht weiß, was er ihr sagen soll und weil die Kleine Angst hat vor ihm. Jahre, seit sie ausgelöscht sind, seine Große und seine Kleine hatte auch blonde Zöpfe. Und er sieht sie doch einfach gern spielen und leben. Was wisst ihr schon? Denkt Gerhard in Richtung der tuschelnden Mütter, die ihre Kinder nicht mehr allein zum Spielplatz schicken würden. Ich pass doch bloß auf, aber was wisst ihr schon davon? Gänsehaut, Digga.
Einer sagt, das Problem ist, wir reden auch einfach zu wenig miteinander. Ja, wir haben kein Interesse mehr füreinander so. Solange das nicht jemand ist, der ein Kumpel von mir ist oder mit dem ich irgendeine Art von Verbindung habe, interessiert mich der Mensch nicht. Das ist auch das, was ich vorhin meinte mit, wir gucken uns nicht mehr gegenseitig in die Augen, wir helfen keinen anderen Menschen mehr, solange wir nicht irgendwas davon haben oder die irgendeine Verbindung mit uns haben und so und vergessen einfach, dass wir eigentlich alle zusammengehören und dass wir alle eigentlich eine große Familie sind und uns miteinander unterhalten sollten und uns gegenseitig helfen sollten und uns umeinander kümmern sollten, so weißt du? Da könnten wir ganz viele Probleme in der Gesellschaft einfach lösen, wenn wir wieder ja, offen wären, weißt du? Und das ist auch das, was mich in Deutschland gerade immer so, was mir einen komischen Vibe gibt, wenn ich dann rausgehe und ich bin so ein Herzensmensch, der auch jedem in die Augen guckt und mit jedem auch reden würde und auch einfach random mit Leuten redet und dann oft merkt, so wie die Reaktion von den Leuten darauf sind, so, dass sie einfach gar keinen Bock auf dich haben und dir richtig so eine Abwertung teilweise geben, nur weil du bist oder weil du offen bist oder weil du vielleicht auch anders aussiehst oder irgendwas, so, weißt du? Das ist traurig. Was weißt du schon davon? Denkt die Frau an der Kasse, als der Kunde verächtlich seufzt, weil sie sich zum dritten Mal hintereinander vertippt hat. Ich war die Beste in Mathe, in meiner Klasse überhaupt, bis das passiert ist und die Albträume anfingen. Nichts weißt du davon, denkt sie, hoffentlich. Und sieht verängstigt und doch todesmutig in das Gesicht des Mannes, dessen Rasierwasser ihr Schmerzen verursacht. Der Kunde riecht nach der Nacht, die sie nie vergessen kann. Er riecht nach Hass, nach Prozess, nach Demütigung. Er riecht wie der seit 3 Monaten wieder draußen ist. Oh shit. Aber davon weißt du natürlich nichts, denkt die Frau und vertippt sich zum 4. Mal. In einer normalen Welt würde derjenige dieser Frau in die Augen gucken und wenn du in die Augen guckst, siehst du alles, wenn du noch ein Gefühl zu dir selbst hast so und würde merken, dass mit dir irgendwas nicht stimmt und sie fragen, was stimmt nicht mit dir, was ist los, kann ich dir irgendwie helfen? Das ist eine normale Welt. Das ist eine normale Welt meiner Meinung nach so. Was weißt du schon davon? Denkt der Junge in der U-Bahn, als die alte Frau gegenüber ihm so ein Klebebonbon hinhält. Bleib bloß weg mit deinen plumpen Zieren. Denkst wohl, ich heul wegen einer kaputten Hose. Hast ja keine Ahnung, blöde Oma. Was weiß die Alte schon? Denkt der Junge. Und dann wieder an die anderen aus der C, die sein Handy haben und sein Monatstaschengeld und irgendwie auch seinen Stolz. Das mit dem Riss ist Mama schnell erklärt. Den Rest merkt Papa hoffentlich nicht so schnell. Und gegenüber... Ach Junge, was weißt du schon? Holst wegen einer kaputten Hose, siehst doch sonst ganz anständig aus, kriegst bestimmt alles, was du willst, von Mama und Papa Handy und ordentlich Taschengeld. So ein Riss ist doch kein Problem heutzutage, wenn man ein gutes Zuhause hat, aber davon weißt du natürlich nichts, denkt die Frau und steckt ihr Karamell achselzuckend wieder ein. Ein Abteil weiter, denkt Martha, was weiß der schon? Sie ist im knalligen Wollponcho und mit ihrem Sombrero in der Hand auf dem Heimweg. Stell dir vor, wir würden durch die Welt gehen, als ob wir eine große Familie wären und uns gegenseitig einfach so miteinander reden, weißt du? So die alte Frau jetzt mit dem Jungen, sie jetzt mit ihm, dass wir miteinander reden, so als ob es selbstverständlich ist. So. Guck mal, wie viel negative Energie wir wahrscheinlich damit aus der Welt rauskriegen würden, wenn wir uns gegenseitig einfach, ja, Alter, einfach miteinander wären, dieses echte Miteinander so. Am Kindergeburtstag. Heute mal nicht im Clownskostüm, heute gab's das mexikanische Schatzsucherprogramm für 100 Euro inklusive Goldkiste. Eigentlich recht süß, denkt Martha, aber guckt ganz schön abfällig der Typ da. Ach, was weiß der schon von mir? Eigentlich ganz süß, denkt Mark und kann nicht aufhören, Martha anzusehen, obwohl ihm gar nicht nach Flirten ist. Aber echt ein Freak, so wie die rumläuft, schade. Was kann die schon vom Leben wissen, denkt Mark und glaubt, dass... Wir sind so verurteilend und ich,
Ich bin so bewusst geworden, dass ich auch merke, dass ich manchmal so Gedanken kurz entwickle, dass ich jemand anderen verurteilen will oder irgendwie den jetzt gerade in die Schublade reinstecken will, aber dann versuche ich diese Gedanken sofort zu verbannen, weil du weißt gar nichts, weißt du? Du weißt gar nichts. Du musst immer versuchen, neutral zu sein und niemanden zu verurteilen. Dieses Verurteilen ist so scheiße. Das ist auch in unserem Mechanismus schon drin. Und diese ganze Internetwelt und Social Media Welt, dass die jeden Tag irgendwelche Beef-Videos und Mob-Videos und so machen, trägt nur extrem dazu bei, dass wir immer mehr dazu tendieren, andere direkt zu verurteilen oder in irgendeine Schublade reinzustecken, aufgrund deren Optik so. Es kennt das Leben, weil er 24 Jahre jung ist und alleinerzieht. Deshalb ist ihm auch nicht nach Flirten. Was weiß die schon, denkt Mark in Richtung Martha, die immer noch guckt. Was weiß die schon von Vierjährigen und Kindergeburtstagen? Und was schenke ich dem Kleinen bloß nächste Woche, wo er sich doch einen Clown wünscht? Ein Clown, wie soll ich denn da dran kommen? Aber er wünscht sich nun mal einen, hat er gesagt. Wenigstens hat er etwas gesagt. Don't ever play yourself. Crazy. Crazy. Das war schon emotional und auch irgendwie regt zum Nachdenken an. Ich hoffe nicht nur mich, so weißt du. Das ist voll das schöne Video. Wichtig auch. Sehr, 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 sehr wichtig. Yes, Alter. Liebe Community, gerne eure Gedanken dazu unten in die Kommentare reinschreiben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Don't ever Peace play out. yourself. Ich bin in so einem Nachdenkmodus gerade, Alter. Ich schwör's dir, ich bin voll so.